In diesem Video geht es um das Thema Erzählform in Hörspielskripten. Dazu gebe ich euch eine kleine Übersicht, welche Erzählform es überhaupt so gibt, wann ich sie einsetzen würde und welche Vorteile sie haben. Wenn ihr Bock darauf habt, einfach dranbleiben. Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Daniel von Mein Ohren Kino. In diesem Video soll es um die Erzählform in Hörspielskripten gehen. Ihr kennt das sicherlich noch alle aus dem Deutschunterricht, aber es schadet ja nichts, wenn man das Wissen so ein ganz klein wenig auffrischt. Ich möchte euch eine kleine Übersicht verschaffen, welche Erzählformen gibt es überhaupt, wann würde ich welche Erzählform einsetzen und braucht ihr überhaupt einen Erzähler? Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Bevor wir aber mit diesem kleinen Workshop loslegen, möchte ich noch kurz eine Anekdote erzählen, wie ich zu diesem Video gekommen bin. Es ist schon einige Wochen her, da habe ich eine E-Mail bekommen, und zwar von der Uni Osnabrück, aus dem Institut für Kulturgeschichte der frühen Neuzeit. Und da hat man mich angefragt, ob ich nicht Lust hätte, als Gastredner in einem Webinar mitzumachen. Und zwar wollten die Studenten im Zuge des Semesters ein historisches Hörspiel machen. Und dazu hätten sie meine Hilfe gebraucht, und zwar, dass ich den Studenten vielleicht so ein bisschen was über das Hörspielskript schreiben erkläre. Die hatten dazu meine Videos im Internet gefunden oder bei YouTube gefunden und hatten mich dann angefragt. Habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut und habe das dann auch gemacht. Und während wir dann gesprochen haben, kam irgendwann die Frage auf, braucht das Hörspiel überhaupt einen Erzähler, und wenn, wie sollte man das Ganze machen? Und da dachte ich mir, stimmt, ist eigentlich ein ganz spannendes Thema, was es überhaupt für Erzählformen gibt, wann man welche einsetzt und welche Vorteile sie einfach bringen. Und das Ganze hat mich einfach zu diesem Video motiviert. Dann wollen wir aber auch mit dem Workshop direkt loslegen. Im Prinzip gibt es zwei Formen der Erzählform. Einmal die Er-Sie-Erzählform und einmal die Ich-Erzählform. Das sind so, sage ich mal, die beiden großen oder die übergeordneten Kategorien. Die Er-Sie-Erzählform wird nochmal unterteilt in die autoriale, personale und neutrale Erzählform. Erzähle ich euch aber alles gleich im Detail. Kommen wir auch gleich zu der ersten und wahrscheinlich auch bekanntesten Erzählform, die autoriale Erzählform. In dieser Erzählform weiß der Erzähler oder die Erzählerin alles, was in der Geschichte passiert. Sie ist also allwissend. Der Erzähler oder die Erzählerin ist aber nicht Teil der Geschichte und auch nicht Teil der Handlung. Dennoch weiß der Erzähler oder die Erzählerin in dieser Form genau, was alle Charakter denken, was sie fühlen, was sie sehen, wie sie handeln werden. Sie kennt auch die Geschichte, was passiert ist, was noch geschehen wird und natürlich, was gerade geschieht. Der Blickwinkel in dieser Geschichte ist also von oben herab und von außen. Ihr werdet sehen, bei den Blickwinkeln kommt es halt immer auch darauf an, ob die Erzählform etwas von innen, also von innerhalb der Geschichte erzählt oder von außerhalb. Kommen wir zur zweiten Erzählform, und zwar der personalen Erzählform. Bei dieser Erzählform geht es darum, einer bestimmten Person innerhalb des Skripts zu folgen. Das heißt, der Erzähler kann nur das wiedergeben, was diese Person sieht, was sie hört, was sie erlebt, aber nicht, was sie denkt. Das heißt, auch hier ist der Erzähler oder die Erzählerin nicht Teil der Handlung. Also ihr müsst euch das so vorstellen, als wenn ihr eine Kamera nehmt und hinter der Person herläuft und alles filmt, was diese Charaktere eben auch sieht. Das unterscheidet sie vor allem auch zu der Ich-Form. In der Ich-Form ist es wiederum anders. Da erlebt ihr alles, was diese Person tatsächlich erlebt. Sie ist Teil der Handlung. Erzähle ich euch aber später. Das bedeutet also, dass der personale Erzähler eben auch nicht Teil der Handlung ist, sondern quasi einfach nur bestimmte Personen verfolgt. Das heißt auch nicht, dass man bei dieser Erzählform bei einer Person bleiben muss. Das kann auch durchaus sein, dass man eine Gegenperspektive darstellen möchte. Was die Perspektive angeht, ist man relativ nah am Geschehen dran, weil man eine Perspektive von innen hat. Man bekommt sehr viel mit, was diese Person erlebt. Man weiß aber auch nicht alles, weil man nicht überall Einblicke hat, wie zum Beispiel in die Gedanken und die Gefühlswelt der einzelnen Personen. Kommen wir zur neutralen Erzählform.
Hier ist es so, dass man bei dieser Erzählform keiner bestimmten Charaktere folgt, sondern man erlebt einfach nur alles, was von außen wahrnehmbar ist. Das heißt, der Erzähler ist sozusagen allen Charakteren übergeordnet und man nimmt wirklich nur das wahr, was die anderen auch alle wahrnehmen können. Man erhält aber keine Einblicke von deren Gedankenwelt zum Beispiel. In dieser Erzählform wird also nicht das bewertet, was die Charaktere machen, sondern man erfährt lediglich das, was passiert. Ich meine auch, dass diese Erzählform beispielsweise ganz gerne in Dramen benutzt wird, weil man hat also einen Blickwinkel von außen auf die ganze Gruppe. Man weiß aber auch nicht alles, deswegen bleibt auch ein bestimmtes Spannungsverhältnis einfach bestehen. Kommen wir dann zur letzten Form, und zwar der Ich-Form. Hier ist es natürlich so, dass man einer bestimmten Charaktere folgt und man erfährt auch, was diese denkt, was sie fühlt, was sie vorhat. Man hat also wirklich einen Einblick in das Innerste der Charaktere. Dafür erfährt man leider nicht, was die anderen Charaktere so machen oder was sie denken, sondern man erfährt nur das, was in dem Moment auch wirklich die Charaktere wahrnimmt, sieht oder hört. Also was die anderen Charaktere denken, weiß man dann natürlich auch nicht. Heißt also auch, hier ist der Blickwinkel auch innen und man ist wirklich sehr, sehr nah am Geschehen dran. Und damit erzeugt man natürlich auch eine gewisse Art von Spannung. Das waren erstmal in einer Übersicht alle Erzählformen, die es so grob gibt. Natürlich gibt es da noch ein bisschen mehr, aber ich will dieses Tutorial jetzt auch nicht überstrapazieren. Das sind so die wichtigsten Elemente, die ihr für ein Hörspielskript habt. Kommen wir zum Schluss noch zu den, so wie ich es nenne, Sonderformen. Und zwar habe ich hier auch nochmal drei Beispiele für euch. Das erste Beispiel wäre die sogenannte Retrospektive. Das bedeutet, dass ein Erzähler oder eine Erzählerin Teil der Geschichte gewesen ist und das Geschehene aus der Vergangenheit quasi im Hier und Jetzt erzählt. Bedeutet also, er war Teil der Geschichte, weiß, was passiert ist und kann die Handlung auch entsprechend kommentieren und auch neu bewerten. Beispiel, im Skript würde dann sowas stehen, wir haben uns für diesen Pfad entschieden, es sollte sich aber später noch als Fehler herausstellen. Das kann er deswegen wissen, weil er die Geschichte bereits erlebt hat. Ist halt also auch ein ganz interessantes Stilmittel, wenn man zum Beispiel eine Geschichte erzählen möchte mit jemandem, der zum Beispiel etwas überlebt hat und dann der einzige Überlebende ist und dann nochmal die Geschichte quasi retrospektiv erzählt. Das nächste wären so die klassischen Orts- und Zeitangaben. Das kennt ihr zum Beispiel von Macabros oder auch, nee, gar nicht wahr. Das kennt ihr wahrscheinlich noch aus Larry Brand oder eben auch von John Sinclair. Da ist der Erzähler bzw. der Sprecher eben nicht Teil der Geschichte. Er ist kein Charakter, der in der Handlung vorkommt oder daran teilnimmt, sondern er ist auch von außen und er gibt lediglich nur die Ortsangabe und die Zeitangabe wieder. Kommen wir zum Schluss zu dem inneren Monolog. Das ist sozusagen die Figurenrede oder klassisch ein Selbstgespräch. Das Ganze wird natürlich auch in der Ich-Form erzählt, weil ihr die Perspektive von einem bestimmten Charakter habt. Wenn es darum geht, wenn Gedanken und Gefühle wiedergegeben werden, wird das Ganze im Präsens formuliert, weil es gerade hier und jetzt passiert. Sollte es etwas sein, das man aus der Vergangenheit erzählt, nutzt man natürlich das Präteritum, heißt die einfache Vergangenheitsform. Bei dem inneren Monolog ist es einfach so, das könnte ganz spannend sein, weil ihr einfach alles aus der Gefühlswelt der Charaktere, vielleicht von den Protagonisten halt erfahrt und so einfach ganz gut in die Geschichte einbauen kann. Ist also auch ein sehr spannendes Mittel. Bleibt dann noch die Frage, müsst ihr überhaupt einen Erzähler für euer Hörspiel benutzen und wenn ja, welcher ist der richtige? Oder welche Erzählform ist die richtige? Da muss ich, wie gesagt, sagen, ihr müsst selbst entscheiden oder ihr könnt selbst entscheiden. Es steht nirgendwo geschrieben, dass ihr unbedingt einen Erzähler in euren Hörspielen einbauen müsst.
Ihr könnt genauso gut sagen, wir verzichten vielleicht auf einen Erzähler. Bei Motoren Kibus habe ich es zum Beispiel so gemacht, da haben wir auch keine klassische Erzählform, sondern ich habe auf eine Art, ja, ich sage mal Tagebucheintrag zurückgegriffen. Das heißt, es gibt immer einen Perspektivwechsel, jede Folge hat eine andere Perspektive und ihr hört einfach die innersten Gedankengänge von den verschiedenen Charakteren. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Ihr habt aber natürlich auch die Möglichkeit, euch nicht nur für eine Erzählform zu entscheiden, sondern ihr könnt auch sagen, ja, vielleicht verbinde ich die einzelnen Erzählformen auch untereinander. Wenn ihr euer allererstes Skript schreibt, hätte ich gesagt, versucht einfach bei einer Erzählform zu bleiben und macht nicht sofort einen wilden Perspektivwechsel, weil das kann wirklich ganz schön kompliziert werden. In den moderneren Hörspielen ist es ja so, dass da gerne ein Perspektivwechsel gemacht wird. Das heißt, gerade beispielsweise bei John Sinclair ist es so, ihr habt einen übergeordneten Erzähler, der von oben auf die Geschichte herabblickt. Und dann habt ihr noch den Perspektivwechsel von John Sinclair, wo ihr diese Ich-Form wieder habt. Das heißt, ihr erlebt alles, was John Sinclair in diesem Moment gerade erlebt, was er denkt und was er fühlt. Hat natürlich auch eine hohe Dynamik bei der ganzen, bei der Erzählform. Aber es ist auch schwieriger zu schreiben. Deswegen hätte ich gesagt, für euer allererstes Skript macht es so einfach wie möglich. Bleibt vielleicht bei einer Erzählform, nutzt vielleicht den autorialen Erzähler. Der bietet einfach den Vorteil, dass ihr alle komplexen Handlungsstränge einfach schnell erklären könnt. Und ihr müsst keine Umwege gehen über Dialoge, sondern wirklich der Erzähler hat alle Informationen, die er braucht. Und kann die dem Hörer dann geben. Wenn ihr es ein bisschen dynamischer haben wollt, hätte ich euch auf jeden Fall entweder die personale Erzählform oder die Ich-Form empfohlen. Da ist es halt so, ihr folgt dem Charakter einfach, ihr erfahrt, was er sieht, was er hört, ihr seid relativ nah am Geschehen dran, aber ihr wisst eben nicht, was noch kommt und was passieren wird. Das heißt, ihr könnt auch überrascht werden. Gerade wenn ihr zum Beispiel eine Horrorgeschichte, ein Krimi oder auch vielleicht ein Drama schreibt, wäre es ganz interessant, wenn der Hörer einfach nicht über alles Bescheid weiß und eigentlich genauso im Dunkeln steht, wie der Charakter im Hörspiel auch. Finde ich eigentlich eine ganz spannende Kiste und ich muss auch sagen, das gehört so ein bisschen auch zu meinen Lieblingserzählformen. Aber wie gesagt, ihr müsst auf euer Bauchgefühl hören, welche Erzählform für eure Geschichte die passende ist. Da möchte ich euch gar nicht jetzt so ins Gebet nehmen und sagen, das und das müsst ihr auf jeden Fall machen. Hört einfach auf euer Bauchgefühl und versucht es nicht so kompliziert wie möglich zu machen, sondern ihr müsst es so machen, dass der Hörer auch genau weiß, was in der Story halt passiert. Ich würde sagen, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, lasst gerne ein Like da und natürlich auch ein Abo. Klickt auch die Glocke, dann wisst ihr immer, wenn ein neues Video von mir erscheint. Wenn ihr noch Fragen zu der Thematik habt oder wenn ich vielleicht was vergessen habe oder ich noch was ergänzen könnte, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ihr wisst ja, ich beantworte eure Fragen immer sehr gerne. Dann würde ich sagen, habt Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.